Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Hier geht es um eine Schnitzübung, eine Anfängerübung. Und das möchte ich gerne mal am Thema eines Eis verdeutlichen. Jawohl, ein Ei, so banal und einfach wie das klingen mag, kann das doch auch sehr herausfordernd sein. Gerade wenn man das jetzt ohne eine Schablone oder irgendwelche Maße machen muss, mit dem Auge das Ganze sehen muss, sozusagen im Kopf sich das schon mal vorstellen. Deshalb zeichne ich das, deshalb übe ich das durch diese Zeichnung und schnitze das dann. Also vielleicht kannst du dich darauf einlassen und das mal nachmachen. Du kannst es aber auch übertragen auf einen Pilz, auf eine andere Freiform, also meinetwegen einen Steinpilz oder einen Käfer oder irgendwas. Du kannst auch eine Eichel schnitzen und du kannst da auch gleich so verschiedene Texturen und ja, kleine Knubbel und sowas mit üben, alles was da eben mit dran ist. Und ja, so eine organische Form wirklich mal zu sehen und auch mit dem Zeichnen zu üben, das auf das Werkstück aufzuzeichnen. Und dafür dient ja eben auch, das auf dem Papier erst einmal sozusagen auszuformen. Und ich denke, das ist eine wunderbare Übung, gerade wenn man jetzt am Anfang steht. Dafür soll es dienen. Ich wünsche dir viel Freude beim Video und sage mal jetzt hier Film ab. Ich habe hier mal ein bisschen was vorbereitet. Hier liegt jetzt ein Blatt Papier, einfach aus dem Drucker. Das habe ich von zu Hause mitgebracht. Hier ein schönes Frühstücksei. Es ist übrigens ein Bio-Ei. Was habe ich vor? Ich habe hier eine sehr tolle, gleichmäßige, also wirklich eine gezirkelte, absolut perfekt gespannte Form. Und aus diesem klirreharten Material will ich jetzt versuchen, mal mit meinem Auge sozusagen hier eine Zeichnung danach anzufertigen. Denn mir geht es ja um die Form. Ja? Hier geht es ja so um diese Bildhauerei oder sagen wir um das Schnitzen. Und das Schnitzen ist einfach mal eine Form der Bildhauerei. Und zwar ist mir hier diese alte Arbeit von mir in die Hände gefallen. Die ist 20 Jahre alt oder noch ein bisschen älter. Das war ein Übungsstück. Der Arbeitstitel lautete einfach freie Form. Und ich habe mir dann, die steht hier drüben im Regal, und die mal genauer angeguckt und habe ich jetzt gemerkt, Mensch, diese Rundungen, die sind hier gar nicht richtig sozusagen durchgezirkelt, wie mein Ei von der Naturform her absolut gespannt ist. Das fehlt hier ein bisschen. Ich habe da manchmal so Abbrüche drin. Ist übertrieben gesehen, hier noch eine Fläche existiert, dann knickt das hier so schnell rum. Und das möchte ich mal ganz hochgestochen, um diesen Buchtitel zu gebrauchen, als Problem der Form bezeichnen, dass dieses Ei mich so primitiv wie es sein kann, lehrt, diese Formen schöner zu spannen. Und das übe ich halt mal mit einer Zeichnung. Also ich möchte jetzt hier niemand nerven mit irgendeiner Zeichnung. Ich weiß, viele wollen lieber irgendwas schnitzen. Aber ich kann jetzt anhand der Schattierungen, zum Beispiel an dem Ei üben, okay, das Licht fällt jetzt hier von schräg oben, da habe ich so eine schöne Lampe aufgebaut und ich sehe jetzt hier von vorne, dass hier sozusagen meine Schattenkante, also sich extrem soft wirklich um dieses Ei herum modelliert. Und wenn ich das jetzt sozusagen 10-mal zeichne, dieses Ei, und versuche diese zarten Schattierungen auf dieser klirreharten Oberfläche sozusagen hinzubekommen und diese Spannung, ja, dann habe ich eine ideale Vorbereitung eigentlich für jegliche Modellation, die ich dann in Ton, Wachs, Holz, Stein ausführen kann. Und ich bin jetzt nicht der große Zeichner, aber ich möchte es mal gerne probieren. Ich lasse es jetzt mal ein bisschen laufen, dass das Video nicht zu lang wird und höre auf zu quatschen. Aber ich werde jetzt einfach die Umrisse so ein bisschen zeichnen. Ich zeichne das hier mal so ein bisschen aus der offenen Hand oder je nachdem, dann werde ich wahrscheinlich auch die Spitze benötigen, um so Formschraffuren zu machen, aber dann melde ich mich wieder mit dem Kommentar. Okay, ich habe jetzt mal gezeichnet. Ich habe eben versucht, hier noch mit der Spitze des Stiftes
so ein bisschen formgebende Linien zu zeichnen. Manchmal drücke ich da zu doll auf. Ich will halt hier nicht viel Grau aufs Papier bringen, sondern ich möchte möglichst diesen Übergang, also der Übergang ist das Schwierigste an diesem Ei überhaupt, von wirklich Licht in so dezenten Schatten. Also hier habe ich manche Ansatzpunkte, die sind zu hart, aber vom Strich her. Ich habe aber das Bedürfnis, ein paar Striche zu sehen. Wenn ich hier einfach nur ein bisschen Grau schmiere, das ist mir zu langweilig, oder ich kombiniere es dann lieber nochmal. Natürlich hilft das ungemein hier, diese unglaubliche Zartheit irgendwie hinzubekommen. Ich hoffe, man sieht es halbwegs gut. Ich könnte jetzt noch weitermachen. Ich muss halt bei diesem Ausmodellieren mit dem Bleistift darauf achten, wo ist jetzt sozusagen mein Generalton? Also der ist hier unterhalb des Eies. In meinem Fall, ich gucke ja da von hier diese Richtung drauf. Der Generalton meint einfach die dunkelste Stelle. Und von da ab ergeben sich dann diese Abstufungen, also hier die Mitteltöne. Und hier hinten wäre vielleicht auch nochmal der nächste Generalton. Also ich sehe es jedenfalls da hinten, da ist es irgendwie auch nochmal ein bisschen dunkel und so. Und dann habe ich das eben hier so aus der offenen Hand so ein bisschen diese Schattierungen angebracht, angelegt. Und dann kann ich halt nochmal nachgehen und hauchzart mit diesem Stift hier so ein bisschen formgebende Linien reinschraffieren. Also in diesem Fall wären die Linien eben hier so formgebend zum Beispiel oder so, weil ich bin ja sozusagen an der Form hauptsächlich interessiert, wie sie dann wirklich mal dreidimensional den Raum erobern soll. Und von daher ist es jetzt nicht von meinem Interesse, ob die Zeichnung möglichst schön wird, sondern ich vielleicht auch, wenn ich vor allem schneller arbeite, ich diese Linien gerne sehen möchte an einem Arm oder wie auch immer, wo ich dann die Form sozusagen mit einer formgebenden Linie bestimmen oder sichtbar machen kann. Ja, also hier habe ich halt wie so eine Kante, die das Ei so ein bisschen ausmodelliert. Also ich spüre jetzt etwas hier unten, das ist mir noch leider nicht so ganz gelungen. Das ist sehr schwierig. Wo es dann in den Bereich zum Boden übergeht, dass hier wirklich nochmal was rein läuft sozusagen. Dass das hier so schön da reinzieht. Weil mit diesem Schattieren betone ich halt diese Form, was hier eben noch nicht so ganz gelungen ist, ja. Das habe ich jetzt eben versucht zu korrigieren mit dieser Zeichnung. Hier habe ich halt diese Brüche drin. Also ich sehe hier wirklich noch so eine schöne Kante von meiner Perspektive aus und wie das dann hier abknickt. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Kugel schnitzen und übertrieben gesehen mache ich jetzt hier oben so eine Beule ran, dann werde ich wieder ein bisschen gerade, dann kommt hier wieder so eine Beule. Dann ist das keine wirkliche Kugel, weil die genau in diesen Bereichen hier eben, naja, du musst da halt schöner gespannt sein. Das heißt, immer wenn ich solche Huckel wahrnehme an solchen schönen gespannten Formen, muss ich die hier sozusagen wegnehmen, dass das hier richtig rund wird bei meinen Schnitzarbeiten. Denn so ein Ei kann ja wundervoll als Grundform an einem Kopf zum Beispiel fungieren. Wenn ich dann sage, ich mache da irgendwie so Haare dran, ich kann ja mal kurz auf Google gehen und so ein Bild einblenden. Da haben Leute solche Figuren entworfen, so Hochzeitspaare und alles Mögliche, wo immer dieser Kopf in dieser Eiform dargestellt ist, also ohne Gesicht. Das heißt, wenn du sowas kannst, kannst du natürlich viele Grundformen auch an plastischen Arbeiten schon mal recht gut hinbekommen, wenn, also wenn du so ein Formgefühl für diese Rundungen hast, ein Gefühl für diese Rundungen, das im Schnitzen hinzubekommen. Die Steinmetze gehen natürlich erstmal von einem Quader dann entsprechend aus, wo die dann von mir aus sagen, sie schrägen hier diese Kante erst einmal ab und so weiter und dann eben die nächste Seite, dass das dann hier wegfällt
und dann arbeiten die sich eben aus der geraden Form dann an die Rundungen heran, an die Ellipse in dem Fall. Oder bei einer Kugel kann man das natürlich genauso machen. Wenn ich die jetzt schnitzen werde, diese Form, diese Eiform, werde ich sie wahrscheinlich so hier aus einem Klotz machen. Aber nur mit dem Auge will ich das beginnen und dann zum Schluss schneide ich sie halt hier ab, dass sie hier abgeschnitten wird und ich sie dann in der Hand frei schnitze, weil ich dann merke, okay, hier ist zu viel, das will ich wegnehmen und will halt versuchen, mich an diese Form ranzuarbeiten und mal sehen, ob mir das gelingt. Ich will damit das Auge schulen, ja. Es geht mir nicht um die Geometrie. Wenn das andere Künstler und Steinmetze praktizieren, ist super schön. Ich will da gar niemanden in irgendwie reinreden oder so, sondern ich will einfach versuchen, das mit dem Auge zu sehen, denn das war ja auch hier sozusagen der Knackpunkt, ja, dass man mit dem Auge spürt, die organische Form schön zu bilden, ja, dass man sieht man es wirklich, sehe ich hier die Schatten, ja, mit meinem Auge, wie die Form sich spannt. Es ist noch nicht ganz gelungen, klar, bin jetzt hier nicht der beste Zeichner, aber an meiner Schnitzarbeit kann ich sowas spüren, ja, wenn ich hier solche Buckel lasse oder so irgendwie an der Kugel. Das spüre ich in der Regel, dass das nicht richtig kugelig wirkt. Und mit dem Auge kann man unheimlich viel sehen und genau arbeiten. Man kann auch so Proportionen fast perfekt abschätzen. Wir haben so einen Zeichenkurs hier im Haus. Das ist ein Aktzeichenkurs. Und da ist eine Dame dabei, die kann mit dem Auge perfekt die Proportionen eines Menschen ablesen. Egal, was das für eine Person ist, bringt perfekt die Proportionen aufs Blatt. Und von daher sagt mir das eigentlich immer wieder auch aus meinen persönlichen Erfahrungen, dass das Auge imstande ist, sozusagen diese Schritte, ja, im Gehirn zu machen. Ja. Dass ich erstmal die Rundung sehe, wenn ich jetzt hier einen Klotz habe, der rechteckig ist, dass ich ihn erstmal von oben gesehen so rund schnitze und dann mich halt in diese Schwünge hier reinarbeite und hier oben und dann allmählich die Ecken wegnehme und alles auch nach oben hin abrunde. Gut, dann gehe ich jetzt mal ans Holz rüber. Ich bin jetzt hier am Klotz mal angelangt. Bevor ich jetzt wirklich beginne, zeige ich noch kurz meine Vorgehensweise. Ich würde jetzt also hier mit diesem Finger, lege ich hier so an, überprüfe jetzt diese Weise meinen Mittelpunkt. Das geht recht gut. Da kann ich jetzt diese Achsen festlegen. Und ich würde jetzt eben von oben mir erstmal rein optisch hier eine Kugel oder Rundung, Kreis aufzeichnen. Weil es geht mir ja darum, meine Kernaussage, ich will es sehen. Es scheint hier etwas breiter zu sein. Ich versuche wirklich mal zu verzichten auf irgendeine Art Abmessen, sondern ich möchte das am Ende rein optisch in dieser möglichst ausgewogenen Eiform bekommen. Könnte man sagen, okay, das ist jetzt völlig irrational, dann geh doch an die Drechselbank und mach dort dein Ei mit einer Schablone am besten noch. Klar, ich will da niemandem irgendwas vorschreiben. Kannst du gern so machen, aber hier geht es ja um darum, den Blick zu schulen und außerdem wirst du da unheimlich viel lernen im handwerklichen Bereich, dass du dich halt auch nicht schneidest. So, und hier kann ich jetzt nochmal kurz zeigen, okay, da passt jetzt wirklich eine Eiform rauf. Das hier könnte ich noch wegsägen, weil da ist so viel Hirnholz. Aber ich habe jetzt halt dieses Stück gefunden hier spontan und da möchte ich dann auch diese Eiform hinbekommen, aber jetzt geht es wirklich erstmal darum, das abzurunden. So, man könnte jetzt sagen, man setzt das auf die Werkbank auf, nimmt hier ein gerades Eisen, haut da mit dem Hammer drauf. Warum mache ich das jetzt nicht so? Also wie du das jetzt handwerklich machst, ob du jetzt sagst, du gehst jetzt mal so ran oder du spaltest es halt weg. Warum spalte ich es nicht weg? Naja, wenn ich jetzt hier ein Eisen reinfahren lasse oder das da oben reinhaue, dann könnte ja die Faser hier so ein bisschen schräg verlaufen und ich könnte mir dadurch die Form ruinieren. Also damit wäre ich vorsichtig
Und ich habe jetzt die Methode gewählt. Ich möchte es gerne hier mit meinem Bein, mit dieser Schiebetechnik wegstechen. Dazu lege ich halt hier so ein 35er Eisen mit der Innenseite, auch Spiegelfläche genannt, hier auf und fahre halt hier rüber. Weil dadurch lerne ich jetzt eben auch was durch das Reinschieben über den Faserverlauf. Wie verläuft meine Faser? Reißt die Oberfläche auf? Muss ich das Werkstück so rumdrehen? Ich kann auch mal so probieren. Okay, ich merke, das zieht etwas mehr rein. Da bin ich von der Seite also sehr gut unterwegs und versuche das jetzt hier schön wegzustechen. Und mir geht es jetzt halt nur um diese Rundung zunächst. Deshalb nehme ich auch die Innenseite des Eisens. Aber ich will hier niemand verleiten, irgendwie sich zu überfordern. Wenn du damit handwerklich nicht klarkommst, nimm halt ein Schnitzmesser und mach hier mit dieser Hebeltechnik Schnitt für Schnitt. Damit kannst du auch das komplette Ei schnitzen und wirst auch sehr viel über den Faserverlauf lernen. Du kannst natürlich auch so hier am Daumen vorbei schnitzen, siehst natürlich auch wundervoll die Form oben, diese Rundung. Es geht ja nur darum, das rund zu machen. Also wie du jetzt da hinkommst oder ob du das auf ein Brett auflegst, was wie so ein Winkel nach oben geht und am Tisch fest ist, legst es da auf und schiebst dann hier praktisch mit so einem Eisen daran. Kannst du auch machen. Also wie auch immer du jetzt da hinkommst. Ich würde aber trotzdem dafür plädieren, mal diese Kreisform, also praktisch den Zylinder zu schnitzen. Und ja, jetzt sieht man nämlich hier genau das. Deshalb würde ich wirklich sagen, schnitze das mal. Das ist nämlich jetzt hier gespalten. Ja. Also es geht gerade so noch gut. Aber ich spüre da halt, dass die Faser, wenn ich es handwerklich falsch bearbeite, mir auch einen Strich durch die Rechnung machen kann, dass ich die Form ruiniere. Ja. Also von daher schnitze dich da vorsichtig ran. Du musst hier nicht irgendjemandem was beweisen oder mir das nachmachen. Ich will das jetzt halt einfach nur schnell wegbekommen, weil ich ja auch das Video mache. Gut, ich höre auf zu reden. Okay, ich bin jetzt hier weitestgehend dran und jetzt würde ich halt auf mein Schnitzmesser umschwenken oder wie auch immer du es halt gerne machen möchtest. Ich sehe jetzt hier von oben halt ein bisschen besser meinen Kreis und kann mich jetzt hier Schnitt für Schnitt wirklich schön heranschnitzen. Ich schneide halt wirklich am Daumen vorbei. So ein bisschen das Prinzip Kartoffel schälen. Dadurch kriegt man auch so ein bisschen diese Kraft in der Hand und lernt halt mit den Kanten des Holzes klarzukommen, dass man da nicht sofort Blasen oder sowas bekommt, wenn man das mal eine Weile macht. Das sollte man schon mal trainieren und sich da durchbeißen. Vielleicht nicht sofort nur eingespannt schnitzen, außer man ist halt wirklich völlig unsicher. Wie gesagt, ich will da niemanden verleiten, sich zu schneiden. Eine gewisse Grundsicherheit muss natürlich gewährleistet sein. So, hier hat das Stück Holz halt einen Faserverlauf, der so ein bisschen abschüssig ist. Da spaltet es dann halt weg, da muss man halt aufpassen. Aber daher ich ja weiß, dass hier ungefähr der höchste Punkt des Eies sein wird und das sich dann abwölbt. Ja gut, da ist mir das jetzt relativ egal. So, wenn ich halt so hier arbeite, dann habe ich natürlich meinen Daumen angesetzt, hebel nur so aus der Hand und tue das hier auch noch mit dem bisschen unterstützen. Das ist halt einfach manchmal nur diesem Faserverlauf geschuldet und das ist jetzt vielleicht so meine intuitive Technik,
über die ich schon gar nicht mehr richtig nachdenke, aber versuche das vielleicht erstmal zu vermeiden. Besser ist es natürlich grundsätzlich mal so zu arbeiten, vom Körper weg. Das ist auch handwerklich ein bisschen einfacher, aber hier, da habe ich halt so Stellen, ja, da geht es halt wieder nicht. Und irgendwie muss ich ja doch da rankommen. Manchmal drücke ich dann auch mit dem Daumen noch. Aber es sind nur so kleine Schnitte, ja, also da nehme ich wirklich nicht viel weg. Dadurch laufe ich auch nicht Gefahr, mich zu schneiden. So. Auch von unten geht es jetzt darum, mal das rein optisch zu sehen. Ich habe ja auch hier noch diese abschüssige Kante. Mit sowas muss ich halt lernen, klarzukommen, ja. Das ist jetzt halt wirklich mal das reale Schnitzleben. Gut, du wirst deine Walze sicherlich noch perfekter ausarbeiten. Ich habe ja jetzt hier noch diese Mittelschläge, könnte man fast sagen. Diese Mittelachse, den Mittelriss. Das zeichne ich einfach durch. Das sind einfach so Orientierungshilfen. Versuche es auch mal hier unten nochmal drauf zu bekommen. Aber rein optisch, ja, also nicht irgendwie messen oder so, sondern einfach mal versuchen, auch die Proportion des Eis zu ersehen. Das ist doch mal irgendwie viel wertvoller als immer nur zu messen, weil es bei dieser Bildhauerei, das ist zu viel Freiform, Freihandzeichnen, freies Modellieren und. Also da gibt es so viel, diesen Blick zu schulen, ja. Ich habe es auch von Berufsdrechslern gehört, da ist es irgendwie das Gleiche. Die müssen auch ganz viel sehen. Alles, was man sieht, geht alles viel schneller und man kann Formen runterleiern. So ein bisschen nach Gefühl, aber das ist ja, da ist ein System dahinter, ne? Und da musst du halt hinkommen, dass du dir das systematisierst. Ich hole das mal ein bisschen näher ran. So, hoffentlich etwas besser. Und diese Silhouette tust du jetzt einfach von der Vorderseite und von der Seite einarbeiten, ja? Und dann bricht man einfach wieder die Ecke. Also mehr ist es am Ende nicht. So, auch hier habe ich natürlich die Möglichkeit, andere Werkzeuge einzusetzen. Oder hier zu schieben mit der Technik. Mit dem Bein tue ich jetzt hier das Wegdrücken. Das macht auch Spaß. Man kann halt etwas kräftiger arbeiten. Und wenn man dann sich ganz sicher ist, nimmt man halt das große Kohleisen oder Flacheisen verkehrt rum und arbeitet die Form recht zügig ab. Ich muss vorsichtig sein, wenn ich hier rauskomme, ja, dass mir da nichts wegbricht. Auch in der runden Form nicht abrutschen mit dem Daumen, der ist ja meine Bremse oder mein Ansatzpunkt. Aber über das Hirnholz zu schneiden, da hilft mir halt das Bein wundervoll, dass ich hier rüber schnitzen kann. So, und hier geht es jetzt los, wirklich mit dieser Form zu sehen, zu spüren, zu fühlen. Habe ich hier einen Buckel drauf, ich merke hier schon mal, dass hier irgendwie etwas ist, irgendwie zu viel. Ich kann das dann auch in so einer Schnippelei wegarbeiten, ja, dass ich halt Schnitt für Schnitt mache. Der Sägeschnitt muss auch weg, weil der mich irritiert im Sehen.
So, jetzt habe ich hier irgendwie noch so eine schräge Achse drin. Kamera. Sie steigt hier so leicht an hier oben. Da muss ich halt aufpassen mit solchen Sachen auch. Das könnte später eine Beule, ein Huckel werden. So, und jetzt wieder von der anderen Seite hier sozusagen einmal über Kreuz. Und diese Kanten, die dann am Ende entstehen, die werde ich halt dann schön brechen. Dann habe ich da auch wirklich eine Systematik drin. Mal gucken, ob das scharf ist. Ich hoffe, jetzt ist es etwas schärfer. Entschuldigung, wenn manchmal die Schärfe nicht sitzt. Wenn ich die Kamera sozusagen automatisch fokussieren lasse, dann fängt die an zu pumpen. Weil das einfach nicht die neueste Kamera ist, beziehungsweise der Autofokus nicht auf dem neuesten Stand ist, weil die schon einige Jahre alt ist. Deshalb muss ich manuell fokussieren. Das habe ich jetzt gespürt, dass ich hier, da habe ich mehr weggearbeitet auf dieser Seite. Und hier spüre ich irgendwie, da ist noch das anders. Wenn diese kräftigen Schnitte, die ja im Material abtragen sollen, mir nicht mehr diese Genauigkeit bieten, dann muss ich halt wieder aufs Schnitzmesser umsteigen. Also das ist eigentlich eine super Arbeit so fürs Schnitzmesser auch. Alles halt gerade ist, total universell. Ich merke, es hat ein paar Streifspuren. Kann ich auch mal noch ein anderes nehmen, vielleicht ist das etwas besser. So, jetzt tut man einfach diese Kante hier wieder überarbeiten. Dann habe ich das doch schon mal nahezu schön rund. Also anders macht der Steinmetz dann am Ende auch nicht. Und der tut dann halt immer wieder diese Flächen einebnen hier. So kommst du halt zu einer Rundung. Aber der Clou ist es halt, das ohne Schablone zu machen, sondern wirklich mal mehr mit dem Gefühl, mit dem Auge sich daran zu arbeiten. So, jetzt habe ich einfach wieder die Kanten gebrochen. Die Grundrundung habe ich ja durch den Abtrag der Silhouetten schon vorgegeben. So, und alles, was ich jetzt weitermache, ich kann jetzt hier umlaufend nochmal diese Kante weiter hinterziehen, dadurch die Rundung verstärken. Aber ich muss immer versuchen, diesen Formschnitt mitzumachen, mit der Rundung. So, ich spüre jetzt zum Beispiel hier, ist es ein bisschen flächig, hier auch. Das heißt, hier entsteht irgendwie so eine komische Beule, von der ich vorhin sprach, worum ich auch die Schattierübung gemacht habe. Das versuche ich halt wieder wegzuschneiden. Jetzt ist es schon wirklich mehr so eine Bildhauerarbeit, weil es jetzt hier ans Eingemachte geht, an die Modulation sozusagen dieser Rundform. Ich muss das halt wirklich sehen, spüren, wie verläuft jetzt meine Wölbung. Hier unten, da hatte ich ja vorhin schon mal das Ei aufgezeichnet. Das kann ich noch ein bisschen weiter runterziehen, so ein Ticken. Also da müsste ich dann nochmal was wegsägen. Das würde ich halt wirklich mit einer Handsäge jetzt hier nochmal absägen oder mit einer irgendeiner Säge. Weil so, und jetzt muss man halt schön aufpassen, weil das wird immer unhandlicher, hat keine Ecken, keine Kanten mehr. Also dann vielleicht sicherheitshalber ein kleineres Eisen nehmen und dann immer sparen für sparen, Schicht für Schicht, nicht alles mit einmal runterrammeln. Ja, das kann man gut sehen, denke ich. Schnitt für Schnitt die Masse abtragen, dass ich einfach ein bisschen mit der Sicherheit jetzt hier arbeite, weil es ist ja wirklich gefährlich. In der Hand möchte ich mir jetzt nicht so ein Eisen reinstechen.
macht man ja auch bei anderen Arbeitsgängen, also mit einer Oberfräse zum Beispiel. Drechsler tun auch so arbeiten, immer die Masse dann Stück für Stück, Schicht für Schicht runterschrubben. So, weil dieses Werkstück halt ziemlich klein ist und unhandlich. Aber irgendwann, wenn man wirklich ernsthaft schnitzen will, muss man sich halt mal an sowas ranwagen. Dass man sagt, okay, man tut halt, beginnen diese Formen wirklich mal so auch in der Hand zu schnitzen. Auch mal sowas Unhandliches, was irgendwie einem auf den Geist geht. Also hier muss ich noch ein bisschen mehr, bevor ich die andere Silhouette mache, habe ich jetzt doch noch gemerkt. Wollen wir schon genau, so genau wie es geht, arbeiten. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das schafft halt auch ein ungeheures so Selbstvertrauen. Wenn man jetzt weiß, okay, ich habe diesen Baum, diesen Pilz, dieses Ei, whatever, komplett in der Hand geschnitzt und ich habe jetzt irgendwie so ein Formgefühl und so ein Gespür und ein handwerkliches Geschick und meine Hände bilden nicht sofort Blasen aus, nur weil ich mal irgendwie so ein Klötzchen anfasse. Darum geht es mir einfach und dann kommt auch so eine gewisse Kraft und Sicherheit in den Händen zustande. Und also diese Schnittführung oder Sicherheit in der Hand kriegen dann eigentlich alle Hobbyschnitzer auch hin. Auch hier war ein älterer Herr, jahrelang zu Hause, so im Wohnzimmer zum Teil sogar kleine Figürchen geschnitzt hat und der war dann auch sicher, dass er sich nicht mehr geschnitten hat, trotz all seiner autodidaktischen Schnittführung, weil da einfach so eine Routine dann reinkommt. Okay, das kann ich sogar fast in der Hand hier wegstoßen, oben auch im Hirnholz. Aber selbst wenn ich jetzt mehr wegnehmen könnte mit einem Mal, versuche ich mich etwas vorsichtiger ranzutasten. Jetzt spüre ich aber schon so in der Hand diesen Bogen des Eis und hier oben, das werde ich dann ganz zum Schluss, wenn ich das auch noch weg habe, noch einmal ein bisschen wegstoßen. Und da gerade bin ich noch den Mittelpunkt und kann ich halt immer wieder auch nachgehen, diese Rundung jetzt, ja, weil ich das auch einmal sozusagen verinnerlicht habe im Kopf, abgespeichert irgendwie diesen Bogen. Er ist jetzt ungefähr richtig und den kann ich halt immer noch tiefer drücken, ja, und einfach, dass ich das schon mal weiß, wie ich es eben gemacht habe. Ja, das geht ja auch darum, so Vernetzungen oder weiß ich nicht, wie sagt man, Stränge im Gehirn zu hinterlegen. Wenn jetzt einer 20 Jahre raucht, ne, da hat er da so seine Autobahn im Gehirn gebildet, was ihn da halt irgendwie triggert oder anspricht. Und so ist es ja beim Schnitzen auch, dass ich diese Form in meinen Kopf, ich spüre das halt in meinen Händen oder im Sehen. Und wenn ich da rangehe, weiß ich, ich muss diesen Bogen dahin zimmern. Auch wenn das vielleicht mathematisch, geometrisch voll die komplizierte Kurve ist, die man kaum mit irgendwelchen Linealen oder Kurvenschablonen vernünftig zeichnen kann. Ja, das sehe ich aber halt im Kopf, im Auge. Da ist auch der Mensch zu einigem fähig, sowas Ausgewogenes zu erkennen oder zu erspüren. So, also das ist ein tolles Prinzip, ne? Das ist so wie die Bandsäge im Grunde genommen auch arbeitet, aber das kann man eben nicht aussägen, weil einem das ja wegschnappen könnte, also bloß nicht an der Bandsäge machen. Das runde Ding.
So, hier oben diese Spitze, die kann ich jetzt halt recht einfach entfernen. Die Schneide des Messers ist dünner, deshalb gleitet die hier recht gut durch. So, und dann habe ich es. Jetzt kann ich wieder die Ecken hier brechen. Also habe ich jetzt eine wundervolle Kombination zwischen System und frei, also freier Schnitzübung, Freischnitt. Weil das muss ich halt in meinem Hirn hinterlegen, diese Abläufe, dann kann ich es auch immer wiederholen. So, jetzt merke ich schon, lässt die Kraft sogar etwas nach, wenn ich hier so aus der Hand den Schnitt komplett führe. Da ist die Muskulatur in der Hand natürlich dann gefordert. So, und jetzt habe ich halt hier diese berühmten Buckel noch. Buckel ist hier definitiv vorhanden. Hier oben, das ist noch buckelig. Hier ist irgendwie was. Hier diese komplette Seite. Hier ist noch eine Kante. Und, und. Und ich merke hier oben, diese innere Rundungs-, also Zylinderfläche ist noch zu erkennen. Das muss weg, weg, weg. Also das muss richtig durchgespannt durchlaufen. Und das werde ich dann weitermachen, das jetzt schön ausarbeiten. Das ist jetzt einfach nur immer Schnitt für Schnitt, das alles wegarbeiten und das in eine schöne Spannung führen. Sprichwörtlich so im Kartoffelschälmodus. Aber nicht an einer Stelle zu lange verharren, sondern immer wieder drehen, drehen, gucken. Nun bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich alles zusammenführen kann. All die schöne Vorarbeit, die ich gemacht habe, also hier meine Schattierübung nochmal kurz ins Bild halten. Ich will ja diese Weichheit, diese total gespannten Formübergänge, die möchte ich einfach gerne hinbekommen. Mein Ei ist jetzt hier in dieser Ansicht noch sehr, sehr grob mit wirklichen sichtbaren Schnittkanten. Hier in der Mitte ist es noch zylindrisch, diese Formspannung, die ist noch nicht richtig vorhanden. Ich sehe, wo das hingehen kann, aber das ist halt wirklich noch ein Mutantenei. Ob das jetzt ein bisschen länger ist, ein bisschen spitzer, das ist jetzt nicht so entscheidend relevant für mich. Ich will einfach die Gleichmäßigkeit hinbekommen, ja. Und auch wenn es jetzt penetrant ist, aber es ist immer die Frage, sehe ich es denn wirklich, ja? Und ich sehe hier halt diese deutlichen Kanten. Und wenn ich auch von oben drauf gucke, hier wirklich noch Buckel. Und diese Gleichmäßigkeit, die werde ich jetzt mit dem Schnitzmesser durchmodellieren. Das ist jetzt mein Modellierholz oder mein Modellierwerkzeug. Da werde ich jetzt halt hier immer so über die Form das ziehen, gleichmäßig. Ich kann mir auch diese Buckel, die ich alle wahrnehme, markieren. Die muss ich halt wegarbeiten. Aber wenn ich sowas weggearbeitet habe, muss ich halt immer kontrollieren, wie hat es jetzt die Auswirkung auf den Rest der Form gemacht. Das ist immer entscheidend, ja, dass das ja alles hängt mit allem zusammen. Und da muss ich dann wieder das Gegenchecken kontrollieren. Okay, das, was ich jetzt gemacht habe, ja, sieht recht gut und vernünftig aus. Aber ich spüre, wenn ich jetzt hier immer schöner werde und auch hier noch diese Rundung etwas einebne und vielleicht die Spitze noch ein bisschen kürze, ja, dann muss ich halt auch anfangen hier hinten zu arbeiten. Und da könnte ich mir jetzt mal aufzeichnen, wo soll jetzt der höchste Punkt verlaufen. Hier umlaufend von mir aus. Da empfehle ich harte Bleistifte, dass man nicht zu sehr verschmiert, weil ich ja die ganze Zeit in der Hand arbeite. Und ab diesem Punkt ab muss also die Linie wirklich hier reinziehen. Auch hier spüre ich noch diese, das ist hier noch zu buckelig, ja, das sehe ich. Und da muss ich halt wegarbeiten.
Und ich kann dann in der Endbearbeitung auch noch diesen Stich 3 hier nehmen und den so immer ansetzen und hier rüber schnitzen, weil der hilft mir halt in seiner leichten Wölbung gleich nochmal meiner Form entgegenzukommen, ja, also dass ich mir das Leben einfacher mache. Und damit kann ich ihn dann auch wie geleckt glatt schnitzen, weil ich somit alle Kanten, die hier entstehen, wirklich ganz fein wegarbeiten kann aus der Hand. Setze halt schön meinen Daumen an, da bin ich auch sehr sicher bei diesen kleinen Schnitten. Und ja, wenn ich quer arbeite, wird es halt nicht ganz spiegelglatt, vielleicht wie mit einem ganz scharfen Schnitzmesser, aber es geht auch. Und da habe ich gleich wie so eine, ja, wie so eine Textur geschaffen. Wenn es jetzt etwas matter erscheint, dann sehe ich vielleicht sogar noch die Form etwas besser. Ja, das ist ja so wie beim Schleifen auch, da wird die Oberfläche matt, aber die Form kommt natürlich richtig toll herausgepoppt. Und so ein Eisen kann mir da auch helfen. Ja, das ist ja wie so eine, im Grunde genommen ganz zum Schluss noch wie so ein darüber Schaben. Ja, also das geht jetzt schon in eine viel bessere Richtung. Gut, ich denke, die Prinzipien, die sind jetzt absolut klar. Ich lasse jetzt das Video laufen, dass es nicht zu lang wird von der Sprache her. Es ist ja eh schon sehr lang. Und modelliere das jetzt hier wirklich mit dem Schnitzmesser durch und dann werde ich in der Endbearbeitung mit dem Stich 3 16 mm das Ei schön glätten. So, ich bin am Ende angelangt. Ich habe eine wirklich schöne Gleichmäßigkeit hinbekommen. Natürlich, wenn ich genau hingucke, spüre ich manchmal hier zum Beispiel noch etwas mehr Bauchigkeit als wie auf dieser Seite. Und wie ich dann auch drehe und wende, merke ich immer noch so ganz kleine Nuancen. Oder hier hinten könnte ich jetzt wirklich nochmal schnitzen. Aber das habe ich ja jetzt gezeigt, wie ich es mache. Vielleicht mache ich noch ein bisschen, tue noch ein bisschen korrigieren hier und da. Aber es ist wirklich höchst erstaunlich, also was das Auge wahrnimmt, wie man sozusagen mit der eigenen Wahrnehmung, mit dem Sehen über das Gehirn praktisch das korrigieren kann, spürt, wo sind die Unebenheiten, kann das ausgleichen. Man sieht diesen Bogen hier. Ich das wirklich, bei meiner Hose habe ich einen schönen gleichen Hintergrund. Da sehe ich noch so ganz zarte Unebenheiten oder hier so ein bisschen Buckeligkeit. Dann ebne ich das noch ein und wenn ich dann merke, okay, dann ist es hier wieder irgendwie zu flach geworden, dann muss ich halt hier nochmal alles ein bisschen nacharbeiten. Und ja, aber auf diese Weise kann ich auch mit dem reinen Ersehen, also zu hochpräzisen Ergebnissen eigentlich kommen. Und das ist jetzt der Beweis,
dass ich hier ohne jegliche Schablone wirklich an eine tolle Form herankomme, die toll überall gleichmäßig durchgearbeitet ist, vernünftig aussieht. Und da komme ich der Naturform schon recht nahe. Natürlich ist dieses Ei noch viel perfekter und genauer gezirkelt. Und hier, wenn ich da rankommen will, dann müsste ich jetzt noch viel weiter arbeiten, ja, oder das vielleicht auch nochmal an der Proportion verändern. Aber das ist ja auch das Schöne, dass es in der Natur eben so ganz unterschiedliche Eier auch gibt und eben auch ein bisschen länglichere. Manche sind etwas spitzer oder noch spitzer oder ja, vielleicht sogar mal ein bisschen bucklig tatsächlich. Also da habe ich natürlich jetzt auch ein bisschen Spielraum in der Eiform und man soll ja auch sehen, dass das ein Handwerker gemacht hat. Okay, da kann ich nur ermutigen, mal sich ranzuwagen und das wirklich auszureizen, das eigene Sichtfeld, um das Problem der Form zu beackern, um von einem Bio-Ei zu einem Mutanten-Ei zu kommen. Prägt dir das gerne ein, diese Begriffe, denn daraus mache ich eventuell nochmal ein Gewinnspiel. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wenn es dir geholfen hat, gib mir hier gerne einen Daumen nach oben. Schreib es auch in die Kommentare, was du besonders gut fandest, was dir weitergeholfen hat, ob du hier es geschafft hast, die Quintessenz rauszuziehen oder was kann man auch besser machen. Ich weiß, es war ein bisschen lang. Nächstes Mal kann ich versuchen, mich noch weiter zu fokussieren. Es fällt mir sehr, sehr schwer. Ich versuche es. Aber wenn du keine Videos mehr verpassen willst und es gut fandest, dann abonniere auch gerne den Kanal und schau gerne hier weiter zu, weil mich das natürlich auch unterstützt. Ich wünsche dir in diesem Sinne alles Gute für deine Schnitzarbeiten, dass du eine gute Lernkurve machst, gut vorankommst und vielleicht dann auch noch viel kompliziertere Objekte und Reliefe und Figuren und alles hinbekommst. In diesem Sinne, bis zum Wiedersehen. Mach's gut und ciao.